Über ein Jahr lang haben wir mit zwei Kameras an Bord der Raumsonde Dawn den Asteroiden Vesta vermessen. 28.000 Bilder wurden aufgenommen und jedes einzelne war voller Überraschungen für uns. Am Südpol entdeckten wir ein 500 Kilometer großes Einschlagsbecken, in dessen Mitte ein 22 Kilometer hoher Berg herausragt. Ausmaße, die wir bisher noch auf keinem planetaren Körper gesehen haben. Das Becken muss durch eine gewaltige Kollision mit einem anderen Asteroiden entstanden sein. Dieser Aufprall hat den gesamten Asteroiden Vesta erschüttert und überall seine Spuren hinterlassen. Die Topographie auf Vesta ist ungewöhnlich und extrem. Steile Abhänge werden nur selten von flachen Ebenen unterbrochen. Auch darin ist Vesta unvergleichlich. Die Einschläge von kleineren Asteroiden auf diesen Abhängen hinterlassen die unterschiedlichsten und seltsamsten Kraterformen. Entlang des Äquators erstreckt sich über viele hundert Kilometer ein System von Furchen. Wahrscheinlich sind sie durch den Einschlag am Südpol entstanden. Sie zeigen die gewaltige Erschütterung, die Vesta aushalten musste. Einige Beobachtungen bereiten uns Kopfzerbrechen. Zum Beispiel sehen wir in manchen Kratern sehr dunkles Material. Es könnte mit dem Einschlagskörper selbst auf Vesta gelangt sein oder aber durch den Einschlag aus dem Untergrund freigelegt worden sein. Das gehört zu den Rätseln, die wir lösen müssen. Besonders markant sind die Krater Marcia, Calpurnia und Minucia. Die Kameras zeigen uns jedes winzige Detail dieser Strukturen und jeden Felsbrocken, der dort hineingerutscht ist. Auch den Nordpol von Vesta haben wir vermessen. Jetzt fliegt Dawn weiter durchs Weltall zum nächsten Ziel, dem Zwergplaneten Ceres, wo die Sonde im Frühjahr 2015 ankommen wird.